Wie ist eigentlich bis jetzt so gegangen bei dem Match? Ja, eigentlich recht gut. Also wir haben immer schon 2 Tore geschossen. 3 Tore haben wir geschossen und nur 6-7 gekriegt. Also durchwegs positiv. Wie viel hast du zum Match beitragen? Ja, ein bisschen was. Ein Eigentor habe ich ein bisschen ja, machen können. Ja, wir haben jetzt das erste Kreuzspiel. Schauen wir, wie das geht und dann schauen wir von Spiel zu Spiel. Ich habe gesehen, du hast 2 verschiedene Socken an, hat das irgendeinen Hintergrund? Wenn du genau schaust, das sind 2 verschiedene Patschen, weil ich bin schon 2 Mal das Bandler gerissen bei dem Turnier. Deswegen ist es gescheiter, wenn du auf die Füße aufpasst, weil es geht hin und wieder schön hart zu. Ja, aber das Wichtigste heute ist einmal flach schießen, hoch gewinnen. Das ist einmal die Devise, die was mir eigentlich das ganze Turnier über schon verfolgen. Und es geht da zurzeit eigentlich ziemlich gut auf, oder Jakob, hast du da? Ja, nein, der Coach hat uns das immer eingerichtet, immer flach spielen, hoch gewinnen. Und das haben wir eigentlich bisher ganz gut umgesetzt, bis auf eine Partie. Aber solange wir gewinnen, haben wir eigentlich auch damit kein Problem. Fußball ein Mannschaftssport ist und wir im Roten Kreuz müssen als Mannschaft eine Einheit sein und das muss man auch da sein, sonst kann man nichts gewinnen. In Summe ist es ja, glaube ich, das 13. Mal, dass dieses Fußballturnier des Roten Kreuzes Bruck stattfindet. Kann man nur gratulieren zu der hervorragenden Veranstaltung, zu den vielen Mannschaften. Ich glaube, heuer gibt es auch Teilnehmerrekord. Und so hoffe ich, dass ich auch das nächste Jahr wieder dabei sein kann. Wir haben heuer, wie gesagt, es erstmalig in 13 Jahren geschafft, dass wir 24 Mannschaften an den Start kriegen. Ja, jetzt, wo die Gruppenspiele vorbei sind, muss ich sagen, es ist alles recht fair abgelaufen und bin stolz darauf, dass wir das Ganze halbwegs unfallfrei bis jetzt über die Bühne gebracht haben.